Zeit in Barcelona und wir freuen uns auf 66 Runden beim großen Preis von Spanien. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 17 zum Rennen in Spanien. Man glaubt es kaum, oder? Wurde ja eben schon angesagt. Großer Preis von Barcelona steht an und wir schauen mal, wo wir heute landen. Ihr werdet es auch wieder im Rennen merken, es sind so kleine Mini-Hakler wieder drin. Ich bin dem Problem auf die Spur gekommen, auf die Schliche gekommen. Und ich werde dann ganz am Ende das so ein bisschen aufdecken, ein bisschen aufklären, was da los ist. Jetzt beschäftigen wir uns aber erstmal mit dem Rennen. Was auch ganz spannend war, erwartet euch einiges. Beiden Pech und Pannen sozusagen. Nein, ich will nicht zu viel schon vorab erklären. Wir gucken einfach mal rein und schauen mal, was so geht. Die Aufregung vor dem Start steigt, aber Carlos Sainz behält wie immer einen kühlen Kopf. Er steht auf der Pole, und zwar verdient. Ich freue mich zu sehen, was er dort ausrichten kann. Denken Sie daran, in der F1 kann alles passieren. So sieht's aus. Das ist er, der große Preis von Spanien. So, Start in Barcelona. Los geht's. Wir gehen dann gleich auch mal in die Cockpitsicht, da sieht man immer ein bisschen mehr. Und hier hat's gleich mal richtig geknallt. Gleich in der ersten Kurve. Ich war gleich panisch und hab gleich vorgespult. Red Flag, rote Flagge, ist draußen. Und hier sehen wir warum. Wow. Eigentlich nur drei Fahrzeuge, ne? Sind aber alle drei raus. Und auf diese Weise beginnen die Hoffnung des Teams zu schwinden. Da hätten eigentlich noch mehr weggekegelt werden können. klar, so früh am Rennen wechseln wir noch keine Reifen, das ist Blödsinn. Und Restart. Die Ampel ist aus und los geht's. Was macht eigentlich die Freeze so weit vorne? What? Get back in this fight. Ja, Magnussen hat hier wirklich ein bisschen eine blöde Position gehabt gerade. Ist leider vielleicht mehr gegangen. Stage in der ersten Kurve auch schon wieder. Entlang der Geraden. Und da ist die Steuerung hinüber. Sie konnten einfach nicht viel dagegen unternehmen. Ja, gut, das Rad stand mal kurz, aber. Schlimm war es jetzt nicht. Kurve 1 ist übrigens die, wo ziemlich viel passiert, wie es aussieht. Okay, rubber mode push. Go B. Plenty of K1 available when you need it. Yeah. Ansonsten von der Position her, ich würde es nehmen, also. Sieht wirklich gut aus. Copy.
slow down now. Yes. Charge on, charge on. Yes. So, jetzt haben wir wenigstens auch DRS. Da geht wenigstens mal ein bisschen was. Aber wir sind ein bisschen weit auf jeden Fall von Williams entfernt. Mit Hülkenberg. Alles andere sieht eigentlich ganz gut aus. Hülkenberg allerdings auch den langsameren Mediums. Von daher ist das schon nachvollziehbar, warum, wieso, weshalb. So, Hülkenberg jetzt an Albon dran und Magnus natürlich auch an Gasly. Mode push. Copy that. Ich habe euch jetzt hier auch mal ein bisschen mit in der Cockpit-Ansicht mal so ein bisschen gelassen. Ich finde, das ist immer ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr diese Helmkamera findet. Ich kann sie überhaupt nicht ab. Also ich kann... Es ist eine schöne Sache, dass man das damit reinbaut, ne? Aber ich kann sie irgendwie überhaupt nicht ab. Auch im wirklichen F1 finde ich diese Helmkamera irgendwie finde ich die unübersichtlich, doof, einfach nur. Es gibt halt ein sehr realitätsgetreues Bild da, wie der Fahrer so die Sachen sieht, ne? Das ist halt nicht schlecht, aber ich finde die Kamera halt irgendwie jetzt so für übertragungsmäßig her und alles sowas, finde ich die echt nicht toll. Da hat aber, glaube ich, jeder so seinen anderen Geschmack. Ja, also ich nehme tatsächlich lieber diese Cockpit-Perspektive und nicht diese Helmkamera. Ist, wie ich finde, einfach besser. Oder, ja, besser nicht, aber ich finde es halt einfach besser. Macht das Ganze ganz übersichtlicher als halt diese Helmkamera, ne? So, wie wir hier sehen, fallen wir jetzt auch wieder ein bisschen zurück. Also Hülkenberg zumindest. Magnussen ist an den Vries dran. Und eigentlich sollten wir schneller als der Alpha Tauri sein.
Außer die haben irgendeine Wunderentwicklung gemacht. Das fände ich auch mal wieder richtig geil, wenn irgendwie... es ist zwar heutzutage nicht mehr so wirklich zeitgemäß, aber wenn man irgendwie an Sachen forschen könnte, die halt nicht legal sind. Wie das zum Beispiel bei Grand Prix Manager ist. Da kannst du ja auch ja, aktive Aufhängungen und all so ein Scheiß kannst du erforschen, obwohl die halt nicht legal ist. Das fände ich halt auch mal irgendwie cool. Das ist aber nur so am Rande. Wir gehen jetzt einmal an De Vries vorbei. Und sind somit auf Platz 6. Platz 6, das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Also, das ist super. Das ist wirklich klasse, der 6. Platz. Es läuft schon fast zu gut, oder? Ja. Genau das meine ich. Es ist halt einfach immer mal wieder so ein Ding drin, wo du dir denkst, oh Mann. Wir können jetzt sehen, was passiert ist. Da sind wir also. Und wir gehen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir gehen wieder auf die Strecke als letzter Platz. Einfach nicht in der Lage, den Wagen hier zu kontrollieren. Weil halt alles auch noch ein bisschen kompakt beieinander ist. Und dann sind wir halt mal locker vom 6. Platz auf den 17. Platz gefallen. Ich könnte kotzen. Das wären richtig gute Punkte gewesen. So, Hülkenberg jetzt allerdings in Magnussens Position quasi fast schon. Wir sind in der 14. Runde. Und so langsam werden die Mediums auf jeden Fall besser als der Softe. Weil der Softe sich jetzt nach und nach abfährt. Magnus hole ich jetzt auch rein, weil da kann er auf die harten Reifen gehen und ganz, ganz lange erstmal frei fahren. Was ja auch immer nicht so verkehrt ist. Also wie man hier auch wieder sieht, wir haben noch einige Baustellen. Bei den Boxenstops ist deutlich noch Luft nach oben, ne? Die sind jetzt nicht so mega schnell. Und De Vries geht wieder vorbei an Hülkenberg. Let's add the lift and coast back in. Copy. Charge on. Okay, copy. It's if you don't need it, no lift and coast. Copy. Ja, ich schalte manchmal ganz wild rum hin und her. Den Grund dafür suche ich noch. So, wie man gerade gehört hat, ist einer gerade ausgefahren, das war nicht De Vries. Der hat jetzt mal die Magnussen gemacht. De Vries kommt allerdings deutlich schneller wieder auf die Strecke. Und muss nicht sich ganz ans Ende einsortieren. Auch Bottas hat das mal nachgemacht, ne? Also wir sind Vorreiter, alle anderen machen es nach. Beziehungsweise
Eigentlich war es der Sergeant, der ganz am Anfang dann geradeaus, nicht wirklich geradeaus gefahren ist, allerdings auch wohl ein Bremsproblem da hatte. Ein ganz komisches. Also die Kurve 1 hat es in sich. So, wir haben jetzt Verstappen hinter uns. Der wird wohl relativ leicht auch vorbeigehen. Weil wir halt einfach nicht das Auto haben dafür. Und aktuell auch nicht die Reifen, denn die bauen jetzt auch langsam ab. Und ich glaube, auch wenn Verstappen auf harten Reifen ist, hat er, glaube ich, relativ neue harte Reifen. Und die sind dann auch mal schneller. Keep digging. So. Hülkenberg hat jetzt Hamilton im Nacken. Und ich glaube auch bei ihm ist es relativ identisch zu Verstappen eben. Nur dass er auch noch auf den gleichen Reifen wie wir sind. Das heißt, er könnte sogar noch schneller sein. Und wird dann bestimmt auch relativ leicht an uns vorbeigehen, oder? Ja. Kann viel später bremsen. Alles gut. Ja, schäm dich. So, wir werden Hülkenberg jetzt reinholen zum Boxenstopp. Mode Push. Copy. Bit late. So, unsere Boxenstops gingen ja immer relativ gut. Also vom Fehlern her jetzt, von der Schnelligkeit her ist ja natürlich die Luft nach oben. Und Hülkenberg kommt jetzt zur Box. Ja, wir können auch ein bisschen stehen bleiben. Ist nicht so schlimm. Macht nichts. Wir haben es ja nicht eilig. Also, das ist der Wahnsinn, echt. Was hier heute schiefgegangen ist. Wir standen auf Platz 9, glaube ich, und auf Platz 6. Was hier schiefgegangen ist, ist der absolute Wahnsinn, echt. Jetzt sind wir Platz 14 und Platz 6, Platz 16. So, wir springen in die 30. Runde, ein bisschen weiter vor. Und wir sehen, dass Hülkenberg jetzt auch sich schon so ein bisschen erholt hat, aber ey, es ist irgendwie, ist das ein Rennwochenende, was für die Katze ist, echt. Aber auch Magnussen kommt irgendwie überhaupt nicht aus dem Knick in dem Rennen. Hülkenberg kann sich wenigstens ein bisschen vorkämpfen, aber bei Magnussen, na, kommt echt nicht viel. Übrigens, Barcelona ist auch eine ziemlich reifenfressende Strecke. Deswegen werden wir hier, da werde ich nicht zu viel verraten, auch zwei Stops machen. Also wir werden auf jeden Fall noch einen Stop machen müssen. So, jetzt müssen wir halt von hinten ein bisschen das Feld aufrollen.
charge on. Yep. I'm sorry about that, guys. I'm okay. Und als ob das alles nicht reichen würde. Natürlich. Und da fliegt der Wagen einfach ab. Werfen wir einfach mal ein bisschen das Auto weg. Das ist halt nicht so schlimm, ne? Das ist schon Gewohnheit. So, wir sind jetzt in der 42. Runde. Magnussen kommt zur Box. Und das ist tatsächlich jetzt mal kein Fehler gewesen. Wir mussten einfach leider Gottes warten, bis die Pitlane wieder frei war. Unsafe Release, ihr wisst Bescheid. So, wir sind jetzt so. Hier mache ich mal kurz Pause. Wir sind jetzt in der drittletzten Runde quasi. Also wir haben jetzt noch drei Runden zu fahren. Hier musste ich einmal einen ganz großen Cut machen, unfreiwilligerweise. Daher dieses Problem, was ich jetzt ganz am Anfang auch mal angesprochen hatte mit den Mini-Rucklern und dass der Sound dann irgendwann verzerrt. So ist richtig. Dass das nicht mehr ertragbar war. Und es hat sich dann irgendwann gefangen, jetzt in den letzten Runden tatsächlich. Und bis dahin habe ich alles weggeschnitten, weil es war ein Graus. Und deswegen werde ich da auch gleich nochmal am Rennende, ist ja nicht mehr lang hin, gleich nochmal richtig drauf eingehen, weil das nervt mich ohne Ende. Und damit ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, was da überhaupt Phase ist und was da los ist, werde ich euch das gleich mal erklären. Ja, aber jetzt will ich euch hier nicht rausreißen. Geht weiter mit der Rennaction. Denn hier geht tatsächlich noch was. Hätte ich nicht gedacht, weil wir haben uns hier wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ilkenberg war auch schon in der Box, wie ihr seht. Und ich lasse den jetzt wirklich gleich auch Reifen fressen ohne Ende, damit wir hier irgendwie noch Punkte holen. Weil es war teilweise wirklich so, dass dieses Rennen eigentlich für den Arsch war. Das war durch. Aber wir haben hier tatsächlich noch eine Chance. Wir müssen nur mit einem 42%igen Reifen irgendwie noch an Albon vorbei und dann haben wir einen Punkt. Was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte, tatsächlich. Let's recharge a bit. Yeah. Hier hört ihr diese leichten Mini-Verzögerungen, Mini-Hakler. Seht ihr und hört ihr ja immer mal so ein bisschen. Oh, das ist echt nervig. Das packt mich richtig an, ehrlich. Angriff jetzt auf Albon. Und schaffen wir aber noch nicht, oder schaffen wir es? Schaffen wir es? Wir sind vorbei. Wir haben den Punkt. Und wir haben jetzt auch noch die Fries davor. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Punkt. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Also unser Reifen ist definitiv jetzt am Ende, ne? Der baut jetzt ab. Also wir werden jetzt nicht schneller werden. Deswegen wäre das cool, wenn ich jetzt auch noch die Fries kriegen würde. Genau. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr auf dem Schirm, wie die Fries sein harter Reifen aussieht. Zur Nuller sind wir viel zu weit weg. Da ist die Messe gelesen. Aber Platz 9 nehme ich auf jeden Fall nach den Rennen. Magnussen ist auch zu weit weg. Da wird nichts mehr passieren. Okay, more lift and coast, please. So we just need to go charge on. Thank you.
Starting last lap, last lap. So, letzte Runde. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also unser Reifen sollte jetzt auch nicht mehr so einbrechen, dass wir da zurückfallen. Außerdem schonen wir den jetzt ein bisschen. Ja, Magnussen kommt jetzt auch wieder näher ran. Aber ist natürlich, es ist noch eine Runde zu gehen, da brauchen wir nicht drüber zu reden, wenn wir 8 Sekunden Rückstand haben, dass da nichts mehr geht. Ja, wäre das Rennen noch ein bisschen länger gegangen, dann wären wir vielleicht nochmal an Albon und André Fries rangekommen. Aber 9. Platz, das ist Schadensbegrenzung bei den Grand Prix. Perez gewinnt das Ding hier. Und jetzt ist die Frage, ob es Hamilton auf Platz 2 beendet. Jawohl, Verstappen auf der 3. Sainz auf der 4, der ja eigentlich von der Pole gestartet ist. Ah, okay. Wer auch schon sicher ist, ist Ocon und Tsunoda auf der 7 und auf der 8. Und wir dann jetzt auf der 9. Jawohl. Kann man mal so machen. Ja, wir haben eine gute Show hingelegt, genau. Das definitiv. Also. Okay, Kev, that's the checkered flag. Jeweils beide Fahrer einmal abgeflogen. Bei Hülkenberg, anstatt einen 2 Sekunden Boxenstopp, also 2 Sekunden am Auto arbeiten. Haben wir mal locker da 8 Sekunden gestanden. Nico Hülkenberg hat ein sauberes Rennergebnis erzielt. Der Fahrer hat wirklich hart gearbeitet und seine Belohnung ist ein wohlverdienter Platz in den Top 10. Und Sergio Perez betritt das Podium. Er hat da oben gute Gesellschaft. So, das finde ich ein gutes Bild, um mal den schlafenden Hamilton zu wecken. Sorry, war ein Zufall. Hier werde ich jetzt an der Stelle mal erklären, was ich denn so meine mit diesem ganzen, ihr habt es eben ja auch wieder gehört, dieses Knacken im Sound und dieses Stocken. Ich habe mir jetzt mal ein paar verschiedene Nachforschungen angestellt. Und zwar habe ich das Ganze mal aufgenommen. Und bei mir ist es ja so, ich nehme das einmal auf. Dann habe ich die Datei. Dann geht es in den Schnitt. Schneide ich das alles passend zusammen und danach vertone ich das Ganze nach und ja, und ich habe mir jetzt einfach mal den Step angeguckt, wo ich das Ganze aufgenommen habe mit OBS und mir einfach mal die Datei vergenusswurzelt habe. Und diese Datei ist absolut in Ordnung. Diese Datei enthält keine Ruckler, diese Datei enthält nichts, also wirklich, das ist wie... Wie immer eigentlich, also Sound passt, es sind null Ruckler drin, weil ich habe ja auch im Spiel null Ruckler irgendwie. Ich hatte ja immer gedacht, dass es genau daran liegt, dass es die Aufnahme ist, wenn ich die Aufnahme halt mache, dass die, sagen wir mal so, nicht ganz stabil hinterherkommt. Aber dem ist nicht so. Also die normale erste Aufnahme, die ist tadellos, die ist makellos, die ist flüssig, perfekt. Dann geht das Ganze in den Schnitt. Und genau da ist, glaube ich, das Problem. Ich arbeite ja immer noch mit Movavi. Movavi und zwar mit der 2020er Version, ja. Vielleicht ist da mal ein Update nötig. Dass ich mir da tatsächlich mal eine neue Version hole. Wobei ich sagen muss, ich habe in keinem anderen Projekt, was ich schneide, und ich schneide ja, es wird ja alles geschnitten, ne? Das ist ja alles einmal durchschnitt. Habe ich nie irgendwelche Probleme. Nur beim F1 Manager. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Aber es liegt definitiv an diesem Step. Wenn ich das Ganze, die ganze Datei in Schnitt auseinandernehme und alles, sehe ich auch schon im Programm selber, dass es da stockt. Und dass das Programm irgendwie damit nicht klarkommt. Und dann entsteht halt sowas. Das Problem ist jetzt natürlich,
eine professionelle Software werde ich mir jetzt nicht zulegen. Ich hole mir nicht von Adobe, glaube ich, Premiere heißt das. Werde ich mir nicht zulegen. Erstmal auf jeden Fall nicht, weil mir das Geld dafür ein bisschen zu schade ist, tatsächlich. Das ist deutlich teuer. Mit DaVinci habe ich es mal probiert. Funktionierte bei mir überhaupt nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dazu zu doof bin, keine Ahnung. DaVinci läuft also auch nicht. Also läuft schon, aber nicht sehr gut. Ich komme, ich sag so, wie es ist, ich komme mit DaVinci einfach nicht so wirklich klar. Gerade was dann Sound und Bild betrifft, ich krieg's einfach nicht geschissen. Und dann bin ich ja damals wieder zu Mojave zurückgegangen, weil es ist einfach ein simples Programm, was alles quasi erfüllt bisher. Und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Und werde da mal schauen. Ich werde da mal gucken, ob ich da vielleicht mir mal ein neues hole. Keine Ahnung. Oder ob ich dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld ausgebe und dann mir Adobe hole. Ich finde halt immer, das ist nicht so wirklich nötig, weil das Programm schafft eigentlich alles das, was die teuren Programme auch schaffen. Nur hier haben wir jetzt echt beim F1 Manager Probleme in dem Punkt. Weil ich musste tatsächlich, also es war jetzt eine Phase, wo jetzt nicht wirklich viel passiert ist, ne? Aber stellt euch mal vor, so ein Einbruch kommt dann, keine Ahnung, in der dritten Runde des Rennens und zieht sich hin bis fast zum Ende. Da ist die ganze Aufnahme quasi im Arsch. Also klar, ich habe das Original, die Originalaufnahme, die ja dann problemlos läuft. Dann würde ich dann auch, keine Ahnung, mein Video machen, was halt über die volle Länge geht. Das geht dann nicht anders. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was wir aktuell hier haben oder was ich aktuell habe. Es kann auch daran liegen, weil ich bin der Meinung, anfangs lief es ja problemlos. Das ging erst, glaube ich, in Imola ordentlich los. Und es kann auch sein, ich hatte ja damals, wo ich meinen neuen Fernseher hier angeschlossen habe, auch quasi das komplette Kabelmanagement neu gemacht. Und habe mir einen ziemlich guten eigentlich USB-Hub gekauft. Weil ich einfach zu viele Festplatten habe. Und man sollte ja niemals eine Festplatte auf dem USB-Hub anschließen, aber der hat eigentlich ziemlich viel versprochen in der Hinsicht. Vielleicht liegt es tatsächlich auch daran, was ich allerdings eigentlich auch ausschließen könnte, weil ich nehme ja auch auf diese Festplatten, die über den USB-Hub laufen. Von daher, und da gibt es ja keine Probleme, es gibt halt nur in dem Schnitt die Probleme. Dass da gerne mal Bitrate ein bisschen einfällt. und sich daraus nicht mehr erholt. Ja, gut, auf jeden Fall wisst ihr jetzt ein bisschen Bescheid, was so los ist. Und ich werde das Problem irgendwann demnächst mal angehen. Ich weiß auch noch nicht wann. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, da liegt das Problem begraben. Es ist Gott sei Dank nichts, was mit meinem Rechner zu tun hat, dass der irgendwie zu wenig Leistung hat, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann. Aber daran liegt es definitiv nicht. Das Problem steckt irgendwo anders. Und zwar wahrscheinlich im Schnittprogramm. Ja, tatsächlich. Aber da wisst ihr jetzt erstmal Bescheid. Dann lassen wir das hier noch schön auslaufen. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal für euer Zuschauen, euer Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Hier in Barcelona sieht es danach aus, als würde die Party gerade erst anfangen. Also eins würde ich wirklich gerne wissen. Wie steht wohl das Haas-Team zum heutigen Ergebnis? Heute gab es von allem etwas. Einige Dinge liefen gut, andere wiederum nicht. Ich denke, ihr Hauptziel wird es jetzt sein, eine gewisse Beständigkeit zu finden. Und damit ist unsere Zeit in Barcelona vorbei.
In der nächsten Runde reisen die Teams zum Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo der große Preis von Kanada stattfindet.